meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Wir sind hier gerade wieder in der Carlo-Schmidt-Straße unterwegs, Richtung Mögeldorf. Und ich habe wieder mal mein Kippenglas dabei. Das mache ich ja in letzter Zeit immer voll. Und heute dachte ich mir, wir machen mal eine kleine Clean-up die Welt-Sammelsession. Und wird auch eines der letzten Male sein, weil jetzt ist es Herbst, überliegen Blätter. Man findet die Kippen auch schon gar nicht mehr. Vielleicht einfach aufmerksam zu machen an alle Menschen. Gerade jetzt sollten wir irgendwie noch mehr darauf aufpassen, keine Kippen mehr auf den Boden zu schmeißen. Weil es einfach ein Problem ist, was man nicht mehr lösen kann im Winter. Ne? Und dann liegen die ganzen Kippen vielleicht bis nächstes Jahr da. Und da sehen wir, liegen schon die ersten Kippen, wir legen los. Meine Drohne. 100 Kippen. Ging ganz schnell. Gerade noch mal ein paar gefunden, also ein bisschen über 100. Abschließend würde ich einfach mal mitgeben, es ist super, super wichtig, dass wir verstehen, dass wir Probleme, die uns alle was angehen, also Probleme, die es auf der Welt gibt, müssen wir in der Gemeinschaft lösen. Das bedeutet aber auch, dass halt vielleicht ein paar ein bisschen mehr machen müssen, während andere weniger machen. Das ist aber auch eigentlich immer so, egal bei was auf der Welt, es wird immer irgendjemand ein bisschen mehr machen, jemand anders ein bisschen weniger und später wechselt sich das ab. Und ich habe aber viel zu oft das Gefühl, ganz viele schauen, dass sie nicht zu viel machen und am Ende macht keiner irgendwas und alle wundern sich, warum irgendwelche Probleme immer größer werden. Und dabei wäre das größte Problem, das wir erstmal lösen sollten, uns zu überlegen, warum wir ständig nur überlegen, was wir nicht machen, statt einfach mal loszugehen. So, meine Freunde, ich hätte gesagt, damit wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, macht es gut, meine Freunde.